Nahezu zwei Drittel unserer Erde sind mit Wasser bedeckt. Der größte Marktplatz der Welt. Die Beluga Recognition passiert den englischen Kanal, Kurs Bremen. Geschwindigkeit 16 Knoten. An einem Tag soll der Mehrzweckschwergutfrachter Turbinen und Trafos für ein Kraftwerk nahe Damaskus in Syrien laden. Zur gleichen Zeit 1840 Meilen südöstlich Tartus, Syrien. Ein neues Containerterminal steht kurz vor der Eröffnung. In nur 18 Tagen soll hier das erste Schiff gelöscht werden. Das Problem aber ist, dass zwei Hafenkräne durch einen Sturm zerstört worden sind und nun händeringend neue benötigt werden. Im Ganzen transportiert, damit beim Aufbau keine wertvolle Zeit verloren geht. Gelingt das nicht, würde der Zuschlag an den Konkurrenzhafen im Lande gehen, Latakia. Das Beluga-Hauptquartier in Bremen. Es herrscht Hochspannung. Ein Anruf aus Tartus ist eingegangen. Zwei Liebherr-Hafenkräne aus Rostock müssen innerhalb von 18 Tagen einsatzbereit im neuen Containerterminal in Tartus stehen. Ein Spiel gegen die Zeit beginnt. Das Beluga-Team versucht, das Unmögliche möglich zu machen. Ingenieurskunst in 3D. Hebe- und Staupläne werden entwickelt. Währenddessen an der Bremer Pier. Die Ladeoperationen laufen auf Hochtouren. Die Turbinen und Trafos für ein Kraftwerk nahe Damaskus müssen in wenigen Stunden an Bord sein. Wahre Giganten, jeweils 38 Meter hoch. Zentimeterarbeit. 280 Tonnen scheinen zu schweben. Exakt wird die Ladung an Deck geschwenkt. Ein Kran nach dem anderen nähert sich seiner vorberechneten Position. Die Beluga Cargo Superintendents machen die Hafenkräne seefest. Jeder Handgriff sitzt. Ein ausgeklügeltes Lashing-System wird die Kolosse auf hoher See sicher an Bord halten. Die Beluga Recognition ist genau das richtige Schiff für diese logistische Meisterleistung. Ein Mehrzweck-Schwergutfrachter, 134 Meter lang, geringer Tiefgang, verstellbare Zwischendecks und das Besondere, zwei bordeigene Kräne, die kombiniert bis zu 500 Tonnen liften können. Somit ist das Schiff extrem flexibel und damit in keinem Hafen der Welt auf die örtliche Infrastruktur angewiesen. Kurs Tartus, Syrien. Der Wettlauf mit der Zeit beginnt. Tag 14. Die Beluga Recognition erreicht den Hafen von Tartus. In 48 Stunden müssen die Hafenkräne einsatzbereit sein und die Uhr tickt weiter. Unmögliches möglich machen. Tag für Tag definiert das Beluga-Team die Grenzen des Machbaren neu. Die deutsche Reederei ist Weltmarktführer bei der Verschiffung von Projekt- und Schwergutladungen. Über 500 engagierte Mitarbeiter am Land, in insgesamt 14 Niederlassungen weltweit und 1500 Seeleute an Bord. Eine eigene Flotte von knapp 70 Mehrzweckschwergutfrachtern, wie geschaffen für nahezu jeden komplexen Transport.
Mission erfüllt. Die Liebherr-Kräne arbeiten. Das erste Schiff im neuen Containerhafen kann rechtzeitig gelöscht werden. Ein wichtiger Schritt in der Hafenarbeit rund um Tartus ist geschafft. Auch dank Beluga. Beluga Shipping bietet maßgeschneiderte Lösungen. Wenn die Anforderungen unserer Kunden die Kapazitäten unserer Schiffe übersteigen, passen wir unsere Schiffe den Anforderungen an. Wenn nötig, schneiden wir auch mal eines auseinander. Denn besondere Fracht erfordert besondere Maßnahmen. Die Beluga Indication und die Beluga Intonation werden in der Mitte auseinandergeschnitten und um je 28 Meter verlängert. ...1200 Tonnen Stahl werden dafür pro Schiff verarbeitet. Zudem erhalten die Mehrzweck-Schwergutfrachter neue Kräne, die bis zu 700 Tonnen liften können. Ein Mammutprojekt, das seinesgleichen sucht. Beluga Shipping nimmt Kurs auf die Zukunft. Belugas neue Flaggschiffe der P-Serie mit Krankapazitäten zwischen 800 und 1400 Tonnen erlauben den Eintritt ins Super-Heavy-Lift-Segment. Innovationskraft, Pioniergeist und Weitsicht zeichnen Beluga aus. Wer auf den Meeren der Welt zu Hause ist, sollte der Welt auch etwas zurückgeben. Das MS Beluga SkySails ist das erste Frachtschiff der Welt, das mit einem Zugdrachen über die Ozeane segelt. Das innovative Zusatzantriebssystem nutzt den Wind, spart Treibstoff und schont die Umwelt. Eine Investition in die Zukunft. Denn bei Beluga gilt, nur wer Probleme und Herausforderungen annimmt, wird erfolgreich sein. Egal wie groß die Anstrengungen auch sind, am Ende des Tages zählt nur eins: die Zufriedenheit des Kunden. In unserer globalisierten Welt warten noch viele große Herausforderungen auf die Beluga Recognition. Und dabei ist sie nicht allein. Beluga Shipping auf den Weltmeeren zu Hause.